Ja, hallo Leute, hier ist wieder Hendrik und heute geht es mal um die Geschosse. Man hört ja öfters mal, dass manche sich wundern, dass mit ihrer Waffe mit dem einen Kaliber gar keine Hämatome haben und bei der anderen ein halbes Reh fortschmeißen können. Also ich habe da jetzt so als Faustformel unter 800 Meter pro Sekunde. Sind es langsame Kaliber, 800 bis 900 Meter pro Sekunde. Das sind dann so mittlere Geschossgeschwindigkeiten und über 900 Meter pro Sekunde ist rasant. Man sollte da auch immer so ein bisschen die Geschosse an die Geschossgeschwindigkeit anpassen. Nämlich wenn das Geschoss mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wilddecke zufliegt, dann ist die bei diesen Geschwindigkeiten fast hart wie eine Stahlplatte. Deshalb kann er relativ schnell ein rasantes Geschoss aufpilzen. Ein langsames Geschoss dringt er dann schon besser durch, hat bessere Tiefenwirkung und sollte dann auch etwas weicher sein. Also man kann sagen, je schneller ein Geschoss ist, desto härter, damit es nicht sofort zu viel Energie freisetzt oder sogar völlig zerfetzt. Und je langsamer ein Geschoss, desto weicher kann es ruhig sein, damit es eben auch genug Energie im Wildkörper freisetzt. Also damit es auch anspricht und aufpilzt. So, ich habe hier mal so ein bisschen vorbereitet. Ein gutes Buch, um das über die Geschosse nachzulesen, ist dieses Buch Jagdgeschosse von Manfred R. Rosenberger. Und da kann man immer gut gucken bei den gängigen Geschossen. Was ist hart, was ist mittel, was ist weich? Fangen wir mal bei den Langwaffengeschossen an. Da habe ich hier eins, wo man vorne an der Spitze kein Blei sieht. Dafür aber hinten am Heck. Dieses hier ist ein klassisches Vollmantel. Und also das pilzt so gut wie überhaupt nicht an. Das pilzt so gut wie überhaupt nicht auf, also das spricht nicht groß an. Kaum weicher sind die meisten bleifreien. Hier handelt es sich zum Beispiel um ein Barnes-Geschoss, Barnes TSX. Da ist ein Kupfer-Hohlspitz. Und gerade wenn die so spitz sind wie dieses hier und kein Blei in der Spitze haben, dann verhalten die sich auch schon fast wie ein Vollmantelgeschoss. Also die geben relativ langsam und wenig Energie im Wildkörper ab. Und ja, also in der Vergangenheit hörte man ja immer wieder mal von recht langen Fluchtdistanzen. Ja, und dann, wenn man vorne nur das nächste Geschoss mit einer winzig kleinen Bleispitze. Also dieses hier, das pilzt da schon so ein bisschen besser auf. Aber das hier ist auch noch ausgesprochen hart. Also kaum Blei und sehr spitz und ja, also so schnell dürfte das auch nicht aufpilzen. Ja, dies hier auch noch sehr schnittig. Kleine Bleispitze, das ist jetzt hier so ungefähr mittlerer Bereich in der Geschosshärte. Und also dieses hier, das kann man so für Kaliber wie zum Beispiel 8x57 oder 308 oder sowas nehmen. Ja, hier nochmal so ein mittleres. Das ist hier eins, was ich auch selber wieder lade. Das ist 9,3 mm, auch so mittlere Härte. Und das lade ich wieder für meinen Drilling mit 9,3x74R. Aber bei der 9,3,62 oder 9,3,64 könnte man dies ja auch noch gut verwenden. Ja, dieses hier ist vorne schon recht flach und hat eine große ausgeprägte Bleispitze. Also dieses hier ist schon ein recht weiches Geschoss. Das kann man auch nehmen für
eher schwach geladene 9-3er zum Beispiel, eben auch 9374R oder 9362, da dürfte dieses hier noch relativ gut ansprechen. Ja, und hier ist eins, da ist vorne noch platter, auch große Bleispitze, also das dürfte auch relativ schnell gut ansprechen, also auch eher was für langsame Kaliber. Ja, und bei Kurzwaffen ist das Ganze genauso. Das härteste, das ist ein Vollmantel. Dieses hier, da ist jetzt mal so ein Vollmantel von einer 9 mm Para. Sowas hatte früher die Polizei. Dieses hier, das ist ein Kupferhohlspitz. Also das ist schon, das ist auch noch recht hart, pilzt aber schon so ein bisschen auf. Und hier haben wir einen Teilmantelhohlspitz. Das ist ziemlich weich und gibt relativ schnell viel Energie ab. Also dieses hier, da ist ein sehr gutes Jagdgeschoss, was schnell viel Energie im Wildkörper abgibt. Also gute Stoppwirkung und gute Tötungswirkung hat. Auch sehr gut für die Jagd ist sowas. Das ist ein Teilmantel-Flachkopf. Also Teilmantel-Flachkopf pilzt auch schnell auf, gibt gut Energie ab, hat aber trotzdem noch eine recht gute Tiefenwirkung und hat eben auch eine gute Stoppwirkung. Ja, und jetzt zum Schluss zwei kupferbedampfte Bleigeschosse von Händler und Natermann aus Hannover-Schmünden. Also die sind eigentlich sehr gut. Dieses hier, das ist ein massiver Bleiklotz mit Kupfer, wie gesagt, bedampft als Flachkopf. Und wenn es dann noch weicher sein soll, dann gibt es eben auch noch ebenfalls von Händler und Natermann hier diese Blei-Hohlspitzgeschosse. Also die pilzen sehr schnell auf und geben sehr schnell viel Energie ab. Kann man aber auch wunderbar nehmen für Sportschießen. Ja, und dann die Wirkungen. Hier haben wir ein Geschoss, wo vorne nur die Spitze deformiert ist. Das ist hier auch ein Revolvergeschoss. Hier war das noch ein bisschen rasanter. Ebenfalls Revolvergeschoss. Da begann jetzt schon eine recht gute Fahnenbildung. Man sieht auch so ein bisschen Bleireste. Also es könnte eben auch ein Teilmantel sein. Aber wie gesagt, also auch ganz gut deformiert. Und dieses hier, das sind jetzt Langwaffengeschosse. Hier ist bei einem Geschoss der Bleikern rausgeflogen. Da sieht man in der Mitte, ich weiß nicht, ob man es da so halbwegs sehen kann, da sieht er aus wie so ein Näpfchen oder Eimerchen. Da saß vorher der Bleikern drin. Daher kann man hier auch schön sehen, wie so ein Teilmantel hergestellt wird. Da wird dann erst der Kupferteil hergestellt und dann wird da ein Loch reingebohrt oder reingepresst und dann ein Bleipressling wird dann reingesetzt und dann ist das eigentlich schon fertig. Und wenn das zusätzlich noch geklebt oder verpresst wird, dann spricht man von gebondet. Also bei gebondeten Geschossen ist sowas normalerweise nicht möglich. Ja, und hier auch nochmal ein Büchsengeschoss, was schön aufgepilzt ist, schön Fahnenbildung gezeigt hat. Ja, und auch die 22 LFB darf man nicht unterschätzen. Hier ist von einer 22 LFB ein deformiertes Geschoss. Und hier ist noch eins.
Hier sind noch mal ein paar Fahnen, die vom Geschoss abgerissen sind. Vereinzelt findet man sowas im Wildkörper. Also vor allem bei Knochentreffern. Ja, also guckt am besten mal, wie schnell eure Geschosse sind. Steht bei der fabrikgeladenen meistens auf der Schachtel drauf. Ansonsten gibt es eben Tabellen oder einfach mal beim Händler nachfragen. Und dann eben einfach, wie gesagt, unter 800 Meter pro Sekunde weiche Geschosse, 800 bis 900 Meter pro Sekunde mittlere und über 900 Meter pro Sekunde harte Geschosse. Dann dürfte normalerweise die Tötungswirkung gut sein. Und die Hämatome, das dürfte da dann bei den meisten Kalibern dann auch relativ schnell aufhören. So, ich konnte euch ein bisschen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Viel Spaß beim Anschauen und bleibt man sei, euer Hendrik.